lange Rede, kurzer Sinn. Erfolgsmessung ist das A und O. Wir reden so viel über KPIs. Frage, wie sieht Ihre Kundenprofitabilitätsrechnung aus? Ist eine uralte Frage. Ehrlich gesagt, das, was ich sehe, die meisten Kundenprofitabilitätsrechnungen, die ich kenne, hören genau bei der Bruttogewinn, bei der Gross-Profit-Line auf. Das heißt, der Kundengewinn ist die Summe aller Produktbruttomargen. That's it. Viele sagen, es wäre auch unheimlich schwierig, die kundenspezifischen Vertriebsaufwände zuzurechnen. Bin ich einverstanden. Mich wundert nur immer, ich komme aus einem Beratungsgeschäft, wo Zeitaufschreibungen gang und gäbe sind. Mich wundert immer, wie schwierig es Industrieunternehmen haben, Zeitaufschreibungen einzuführen. Will ich aber gar nicht drüber reden. Ich will über diese letzte Zeile reden. Kennen Sie irgendein Unternehmen, das kundenspezifischen Working Capital Bedarf zurechnet, einer Key-Account-Beziehung? Also ich kenne keins. Ich weiß aber, jedes Unternehmen hat diese Informationen, denn wir haben die Kreditlimits für die Unternehmen natürlich vorliegen, wir kriegen diese Auswertung, aber wir rechnen sie nicht in die Profitabilitätsrechnung ein. Was ich sehe ist, dass die Einkäufer sehr, sehr wohl verstanden haben, dass sie leichter eine Working Capital Zusage sich holen können, eine Zahlungszielzusage heutzutage, als eine Preiszusage. Und das meine ich mit dem Radar, unter dem die durchfliegen. Also Key Account Management, letztendlich, das Erfolgsmaß ist Kundenprofitabilität. Es ist doch frappierend für mich, aber vielleicht sehen Sie mehr in Ihren Unternehmen, als ich sehe. Es ist doch frappierend, dass wir immer noch besser sind, einen Produktgewinn auszurechnen, als einen Kundengewinn. Und dieses Thema hier, nicht nur die Cost to Serve, sondern auch die Kapitalkosten zuzurechnen, muss doch kommen, je intensiver wir darüber nachdenken, wie wir unser knappes Kapital einsetzen. Nur als Frage mal eines unbeteiligten Außenstehenden.